The Vanishing of Ethan Carter, Folge 9. Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal machen wir gleich direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Vor der geheimen Tür, die uns hoffentlich offenbart, was denn jetzt hier passiert ist. Wir haben in der letzten Folge gesehen, wie Dale Carter sich selber gerichtet hat, wie Travis auf der Suche nach Ethan war und wir haben erfahren, dass auch mittlerweile Ed Carter, der Großvater, wohl ein Opfer des Schläfers geworden ist. Zumindest war das in einer kleinen Vision so. Dann haben wir dieses Etwas hier gefunden, was vermutlich jetzt die Tür zu dem Raum, zu dem geheimen Raum öffnet. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Wir öffnen jetzt die Tür. Das war jetzt äußerst unspektakulär. Ist jetzt hier irgendwas aufgegangen? Da. Dann steigen wir hinab. Alles dunkel. Und auch hier ist wirklich alles verbrannt. Also wer auch immer das war, er hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Und ich hoffe immer noch inständig, dass Ethan hier irgendwie rausgekommen ist. Vielleicht war es einfach nur der Ed, der alles niedergebrannt hat. Aber wenn ich mir das hier so angucke, kann ich mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass irgendjemand klaren Verstandes hier noch wieder rauskommt. Hier sitzt einer, eine Leiche. Verkohlt. Friedlich. Okay, da fehlten aber einige Worte jetzt. Naja. Schauen wir, was wir jetzt hier noch finden. Okay. Ich bin nicht ich selbst. War nicht ich selbst. Heute wieder Stimmen. Gleich wie gestern. Das ist äußerst ärgerlich. Das klang ja fast wie so ein Tagebucheintrag. Vielleicht war es das Tagebuch von dem, der diesen Raum erschaffen hat. Ich versuchte, sie einzumauern, aber sie wehrte sich. Am Ende konnte ich es nicht tun. Nicht meine Frau. Weder sie noch der Schläfer ist zufrieden. Jetzt muss ich entscheiden, vor wem ich mich mehr fürchte. Aha. Das ist jetzt ja natürlich richtig interessant. Das heißt, derjenige, der das hier gebaut hat, kommt man hier rein? Ist ja wohl offensichtlich eine Tür, oder? Okay. So. Wo fliegen sie denn jetzt hin? Hä? Wohin sind wir denn jetzt hier? Moment mal, ist das der? Großvater und also Ed und Ethan versuchen, die Tür zu öffnen. Was macht er denn da jetzt? Und wieso macht er das? Wieso ist es hier nass? Hat er hier schon überall Benzin verteilt? Okay. Na dann, ich gehe davon aus, dass das 1 ist, dass das hier Nummer 2 ist und dass das Nummer 3 ist. Aber es fehlt doch irgendwie auch was. Das ist der letzte. Mal gucken.
Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through. It has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even you. Even me. Welche Ruhe und Gelassenheit er diesen wirklich schmerzvollen und alles andere als angenehmen Tod erwartet hat. Ich bin halt echt sprachlos. Da ist Ethan. Lebt ihr vielleicht doch noch? Aber das ist leider alles nur eine Vision. Aber einige Lager. Ethan, wake up. Look, kid. You stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Wie, sie war noch nicht vorbei. Wie bin ich jetzt hier reingekommen? Das sieht jetzt hier aber auch nicht so wirklich verbrannt aus. Verstehe nicht. Was ist das? Brücke. Damm. Kirche. Dieser Ort. Geschichten. Fallen und Schädel. Raumkapsel. Aus der Portale. Der Hexenwald. Aha. Uns fehlt eine Geschichte. Das heißt, wir können noch nicht alles sehen, weil uns noch diese eine Geschichte fehlt. Das Spiel ist wirklich noch nicht vorbei. Aus der Portale, da ist der Damm. Na gut. Wir haben fast alle. Dann reisen wir doch da mal hin. Welche Geschichte uns auch immer da erwartet. Das heißt, dass die Geschichten von Ethan jetzt nicht so unwichtig. Wir sind wieder in der Mine. Das Zimmer.
Stimmt, hier war dieser Gang, wo wir letztes Mal nicht reingegangen sind, weil wir quasi direkt Ethan gefolgt sind. Das heißt, hier passiert auch noch irgendwo eine Geschichte. Gut. Dann steigen wir also noch tiefer hinab in die Mine. Und noch tiefer hinab. Oh je. Gut. Wie tief wir jetzt wohl schon sind. Da. Es geht immer noch tiefer. Siehst du diese Warnung, geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung, ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung, bleibt das Seemonster verschlossen. Ach, das Seemonster-Tor verschlossen. Ja, das ist doch gut, oder? Wenn das Seemonster-Tor verschlossen bleibt. Okay, ich bin da... Ist das sowas wie ein Labyrinth? Gut, ist jetzt kein besonders gutes, aber... Ich bin begeistert. Ich verlaufe mich doch in solchen Dingern immer wirklich zu gerne. Und schon wieder so eine kleine... Ich weiß nicht, ob das eine Inkonsistenz ist. Ich meine, es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Aber es kann mir keiner erklären, warum oder wer hier unten rumrennt und alle Kerzen anmacht. Und vor allen Dingen auch immer wieder hier runterkommt und diese Kerzen erneuert. Was war das? Alter! Nicht lustig. Was war das denn? Nee, ich gehe nicht in den dunklen Gang. Toll. Ist ja das Ganze dann doch schon wieder irgendwelche Horroranleihen. Ich mag doch sowas nicht so wirklich. Okay, hier haben wir nochmal eine neue. Jetzt sind wir hier. Okay, wir stehen jetzt also irgendwie am Eingang. Das lang, da geht das lang. Ja, was sollen wir hier? Sollen wir das da fangen, was da lang gelaufen ist? Aber das hat sich doch aufgelöst. So. Okay, irren wir noch hier. Oh ja, 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 was bist denn du? Du jetzt hin? Laufe ich dir hinterher? Ich laufe dir einfach hinterher, mal gucken, was passiert. Irgendwohin wird mich das Ding ja schon bringen. Zum Ausgang? Nicht ganz. Woanders hin. Immer tiefer hinein. Okay, gut. Habe ich schon erwähnt, wie schön das hier alles ist? Ja, ne? Toll, ich komme hier nie wieder raus. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren, er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen.
Ja. Vermutlich wird jetzt gleich das nächste Ding wegfliegen. Aber, also das klingt für mich immer mehr nach Cthulhu. Also sprich, ich, was ist das denn da oben? Ach du Scheiße. Na gut, dann laufe ich da mal hoch. Dann hat der, aber das ist doch jetzt eine Geschichte von Ethan, also ich meine... Gut. Irgendwie zwei. Was ist das hier? Drehen. Tor bedienen. Wie soll das jetzt hier funktionieren? Ah, okay. So, dann wollen wir nochmal gucken hier. Ey, das kann ja irgendeine Kombination sein. Das ist irgendwie echt ziemlich viel. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht. Könnte das Innere jetzt vielleicht irgendwie dieses... Guck mal, versuchen wir mal dieses Z. Da, dann kommt dieses E. Was weiß ich. Versuchen wir das mal. Nee. Nee, also so bringt das ja noch nichts. Gut. Das heißt... Sind ja auch noch nicht alle. Es ist eh die Frage, in welcher Reihenfolge muss man das... Ja gut, also offensichtlich fehlen uns hier irgendwie noch so ein paar Informationen. Dann schauen wir erst mal weiter, vielleicht finden wir ja noch was. Ich habe ja auch noch nicht alles von diesem Labyrinth gesehen. Außerdem, Moment... Waren doch auch so zwei. Guck mal, hier sind doch zumindest schon mal so zwei Symbole drauf. Die waren noch da oben zumindest. Gut. Können wir uns die gleich merken. Gucken wir uns trotzdem nochmal eben um. So. Vielleicht haben wir... Also wir haben auf jeden Fall irgendwas übersehen. Das weiß ich. Aber nun gut. Finden wir bestimmt auch noch alles raus. Gut, also, ich renne jetzt ein bisschen. Ich möchte diesen jetzt dann doch langsam das Ende sehen. Deswegen wird vermutlich diese Folge auch ein bisschen länger als sonst. Da liegt ja noch so eine. Ah, okay. Moment. Das waren 6 Symbole, richtig? 2 habe ich unten auf dem Zettel. 2 Leichen standen oben. Nee, das reicht noch nicht. Müssen wir noch eine Leiche mehr finden. Gut. Aber dieser komische Typ, der hier von durch die Gegend gelaufen ist, der macht mir immer noch so ein bisschen Sorgen. Irren wir einfach noch mal so ein bisschen weiter. Irgendwo wird das andere Ding schon zu finden sein. Ich hoffe es. Was war das? Möchte ich das wissen? Nein, möchte ich nicht. Ich drehe mich auch nicht um. Nein, nein. Ich folge jetzt einfach nur dem Licht. Weil, wenn ich das jetzt gerade richtig interpretiere, fliegt dieses Licht immer zu diesem Tor hin. Dann müssen wir gleich mal uns gucken, wie wir die Symbole einzustellen haben. Also die Zeichen auf dem Zettel könnten... Eventuell Anfang und Ende sein. Oder auch mit... Naja, ich glaube eher Anfang und Ende. Dann hätten wir zumindest schon mal 2 Fixpunkte. Fliegt doch nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher.
Das heißt, dann müssen wir nur den Rest dazwischen dann richtig anordnen. Ich könnte mir aber auch gerade vorstellen, dass dann wir einfach gucken müssen, wie diese Seelen da drauf stehen. Jetzt können wir nochmal merken. Also, so ein G und ein M. G und M. Die merken wir uns mal eben. G und M. Rauf, 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 rauf. So, ich will jetzt endlich das Ende sehen. G und M. Zack. Ende. So. Also, fangen wir unten an. Jetzt gibt es so ein M hier. Da gibt es auch so ein M. Fangen wir mal so an. Ja, Moment. Da ist es. So, G und M haben wir. Da haben wir ein Z. Da haben wir ein E. Da haben wir so ein G. Da haben wir nochmal so ein Z. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt ist halt die Frage. Z, Z und dazwischen dann die. Müssen wir mal versuchen. Also, hier so ein Z hin. Da ist schon so ein Z. Und dann die beiden dazwischen. Das ist dieses E. Nee. Hier gibt es kein E. Okay. Was ist das da hinten? Dieses G oder sowas in die Richtung. Da. Das könnte das sein. Dann Z. Da müsste ja dann hier dieses E sein. Was ist das? Ja. Sieht dann noch aus. Und hier? Dieses Z. Aber es passiert nichts. Das war wohl nichts. Nochmal scharf nachdenken. Das kann doch irgendwie nicht so richtig sein, oder? So. Ja, entschuldigt bitte diesen kurzen Cut. Ich wurde von meiner Tochter etwas aufgehalten. Die meinte, nicht mehr länger in ihrem Bett bleiben zu wollen. So. Dieses blöde Rätsel haben wir immer noch nicht gelöst. Eventuell haben wir auch einfach die Symbole falsch angeordnet. Ich versuch's einfach nochmal. So. Und mal gucken. Das, glaube ich, ist schon richtig. Das denke ich auch. So, dann können wir hier jetzt nochmal das andere Z reinmachen. Tipp, tipp, tipp. So, wir haben doch jetzt hier so Z, Z. Okay. So, können wir hier oben. Also, ehrlich gesagt, ich, keine Ahnung. Machen wir doch hier mal dieses E. Da haben wir gar kein E. Moment. Was brauchen wir da noch? Dieses E. Haben wir das hier? Was ist das? Nee, das ist das nicht. Was haben wir denn hier noch? Nee, das ist das auch nicht. So. Warte mal, das könnte das eh sein. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Nein, so funktioniert es auch nicht. Ach Mann! Lass uns mal scharf nachdenken. Vielleicht dann doch eher. Boah. Das ist doch echt ätzend. Ach. Okay. Ach du Scheiße. Oh. Und der erwacht. Sondern ich hoffe. Was bist denn du für einer? Vor allem, wo sind wir hier? Ist das immer noch das Tal?
ist das Tal. Hier sind irgendwie so Maschinen. Geht das jetzt hier lang? Also zu dem Vieh möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Ja, klingt nicht so richtig gut. Lesen. Also es ist wieder, das ist dann also jetzt dann doch die Geschichte von Ethan. Na dann, schnell lesen. Hier wegzukommen. Eine lange Geschichte. Der Fluch des Seemonsters. Das henochische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf diese Welt entfesseln würde, und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Was ist das denn jetzt? Okay, das ist die Geschichte von dem Seemonster. Dale. Schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Okay. Was ist... Das passt ja nur so gar nicht. Okay. Jetzt ein offizielles Dokument. Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Herr Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, in dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen. Das heißt also, Herr... Also Dale Carter hat wohl... Oder zumindest irgendeiner der Carters hat... Patente eingereicht, und zwar jede Menge, und die wurden alle abgelehnt. Nun gut, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Nächstes Mal werden wir dann wohl das Ende dann endlich dieser Geschichte erreichen. Ich bin schon sehr gespannt, was uns da alles erwarten wird. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Lasst mir doch für dieses Video ein Like oder ein Dislike da. Kommentiert es ruhig fleißig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr schnell über die nächsten Videos informiert werdet. So bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich aufs nächste Mal. Schaut wieder rein. Bis dann.